zusammen, wieder in Tunesien unterwegs, diesmal in Ongzin, eine heilige Stätte in Jamel. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Ort hier, den wir genießen. Die Architektur, kommen hier etwas zur Ruhe. Natürlich ist es auch eine heilige Stätte und wir zollen unseren Tribut und unsere Wertschätzung an dem Ganzen hier. Ansonsten nehmen wir natürlich auch noch das Angebot mit, das hier vorherrscht, und das ist Henna. Henna für die tunesische Familie. Diesmal nicht. Ich bleibe außen vor, schaue mir das Ganze an, mache ein paar Videos und Fotos. Und ansonsten freue ich mich über diesen tiefen Einblick in die Kultur, der wahrscheinlich den meisten Touristen eher verborgen bleiben sollte. Ich meinte natürlich, verborgen bleiben dürfte, was schade ist.
Dafür bin ich umso glücklicher und habe den Vorteil, den einen Vorteil, eine tunesische Familie zu haben. Hi! Bonus! Bien sûr, Ramal Tarkos Tunsi. Mizien. Merci. So, was wir jetzt eigentlich auch gebrauchen könnten, ist, da wir im Auto sitzen, bei geschlossenen Fenstern, bei an die 30 Grad, ist Wasser. Und da wir ja nicht mehr im Ramadan sind, dürften wir das jetzt trinken. Tun wir aber nicht. Sollten wir aber. Sollten wir kaufen und trinken. Ciao. Wir befinden uns auf dem Rückweg von Onsin in Jamel, eine heilige Stätte in der Stadt Jamel, habe ich gelernt. Ja. Es ist Huna, also heiß. Ja. Würde ich mal sagen, vor allem für einen Europäer. Und wie so oft ist es so, dass man als Tourist wahrscheinlich gar keinen Einblick dieser Art in solche tollen geheimen Spots bekommen würde, wenn man nicht native Unterstützung hat, also von Einheimischen vor Ort, die sich auskennen, die einen Zugang verschaffen können. Das hatten wir glücklicherweise alles, weil, wie gesagt, Familie ja tunesisch ist. Wenn das nicht gegeben wäre, also wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich diesen Ort auch nie gesehen. Das wäre schade gewesen. Deswegen kann ich nur ermutigen, Touristen mal abseits der typischen Touristenorte oder Badestrände unterwegs zu sein, sich ruhig mal was zu trauen, sofern es sicher ist. Da kann man sich ja vorab informieren, auch ruhig mal in ruhigere Gegenden zu gehen, ruhigere Orte mal aufzusuchen, nicht immer dieselben Badestrände. Ja,
Sonst verpasst man wirklich authentische Kultur, authentische Menschen und mitunter auch authentisches Essen. Deswegen traut euch. Om Sin in Jamil. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir ankommen. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen was erzählen. Mir fällt aber nichts ein gerade, außer dass die tunesischen Straßen, wie schon angemerkt, etwas gewöhnungsbedürftig sind, in einem gewöhnungsbedürftigen Zustand. Man muss mal dezent formulieren. Dasselbe gilt aber für die Straßenverkehrsordnung bzw. für die Art und Weise, wie diese gelebt wird, nämlich nicht oder gar nicht. Für die europäische zartbeseitete Seele, wie gesagt, ungewohnt, aber auch irgendwie entertaining und spaßig. Und man hat das Gefühl, ein echtes Abenteuer hinter sich gemacht zu haben. Wenn man dann von dem Ort wieder zurück nach Hause kommt. Oh, die Sonne, ne? Aber ich kriege keinen Sonnenbrand. Denn das hatte ich ja auch schon mal, muss man sagen. Ich bin nämlich das erste Mal. Bin ja nicht das erste Mal in Tunesien, sondern damals schon gewesen zur Hochzeit der Schwester, einer anderen Schwester. Da habe ich es geschafft, tatsächlich mich im Schatten zu verbrennen. Und zwar so stark, dass ich so eine typisch britische rote Haut gehabt habe. Aber auf eine sehr ungesunde Art und Weise, sehr ungesund. Sodass ich Zinkcreme und dergleichen nehmen musste. Es hat nur bedingt geholfen. Und das Geile war, dass ich dadurch, dass ich mich im Schatten verbrannt habe, mit der Sonnenbrille aufgesetzt wohlgemerkt, ich natürlich die perfekte Silhouette, den Abdruck einer Silhouette meiner Sonnenbrille dann auf dem Gesicht hatte. Ja. Zum Glück gibt es davon keine offiziellen Bilder. Also es gibt Bilder, aber nicht offiziell. Die wird es auch nie geben. So, gibt es noch irgendwas zu erzählen von Om Sin in Jamila, der heiligen Stätte, oft von mir zitierten heute? Hast du noch eine Info? Ja, das ist ein guter Mensch gewesen. Und ich, ja. Heißt er auch so, Om Sin? Om Sin, das ist eine Frau. Ach so, ist eine Frau gewesen? Ja. Ich dachte, ein Mann die ganze Zeit. Ach so, Om Sin ist eine Frau gewesen, die dort begraben liegt, die ein guter Mensch gewesen sein soll, der man auch gewissermaßen Respekt und Tribut zollt, indem dort auch mitunter geschlachtet wird, glaube ich, im Innenhofbereich, Opfer da geboten werden, kann man, muss man nicht. Spiritueller Platz, war sehr angenehm dort, kann ich nur empfehlen. Ja. Om Sin in Jamil. Jetzt geht's zurück nach Sousse. Sind wir schon in Sousse? Nee, noch nicht, ein bisschen. Noch nicht, ein bisschen. Oh, da gibt's Treha draußen. Da gibt's Treha draußen, ja. Guck mal. Schuf, schuf, Treha. Original tunesische Treha auf der Straße neben uns. Das ein Tag nach Ramadan. Nicht lang gehalten. Die guten Vorsätze. Ist ja in Deutschland aber auch nicht anders, ne? Ist auch jeden Tag Treha. Achso, Treha heißt? Kämpfen. Kassala. Oder Schläge auf Deutsch. Kämpfen, ja. Also auch lieb ausgedrückt, wie zwei Jejas, nee, zwei Saduks. Saduk, Hahn. Ja. Beziehungsweise Plural weiß ich nicht. Saduk, was ist Plural von Saduk? Sredik. 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 Dö. Kämpfen gegeneinander. Wir sind durch heute, glaube ich. Mal gucken, was der Tag sonst noch so bringt. Am Abend weiß man nicht. Tunesischer Style ist ja das nicht zu wissen, bis es soweit ist. Ansonsten, wenn wir uns nicht mehr hören und sehen, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Vlog. Das war Vlog Nummer 3 in Tunesien 2018. Der nächste wartet schon, steht in den Startlöchern. Spätestens bei der Beschneidung gibt es noch weiter. Ansonsten, habt viel Spaß, einen schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Genießt die Zeit, möglichst ohne Stress und ohne Treha. Ja, bis bald.
genießen ein wenig die ruhige Zeit hier, machen zeitgleich auch. So. Licht? Licht?